hier. Ich habe mich jetzt relativ spontan entschieden, dieses Video anzufangen. Und zwar wird es ein Lesevlog zur Elfenkrone, beziehungsweise zu der ganzen Buchreihe. Ich glaube nämlich, dass es schon so vor allem in der Fantasy-Kategorie so ein riesiges Must-Read-Buch. Ich bin ja ein bisschen später dran, aber endlich lese ich es. Ich bin nämlich mittendrin in dem ersten Buch. Und ich muss sagen, ich habe kurz vorher Akotar gelesen und als ich mit der Elfenkrone angefangen habe, war ich mir erstmal nicht so sicher, ob mir das gefallen wird. Um ehrlich zu sein, hat mir der Schreibstil in den ersten paar Kapiteln gar nicht zugesagt. Ich weiß nicht, wie genau ich das beschreiben soll, aber im Gegensatz zu Akotar war das einfach super plump. Je mehr ich mich aber reingelesen habe, umso mehr konnte ich das nachvollziehen und umso mehr hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das eine stilistische Entscheidung war. Man muss ja sagen, dass die Protagonistin auch wirklich traumatische Erlebnisse durchgemacht hat und es ja auch irgendwie darum geht, dass die sehr gefühlsabgestumpft ist. Und das Ganze wird ja aus ihrer Perspektive geschildert, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass es gezielt so geschrieben wurde. Einfach vielleicht auch so ihre Disconnection zu ihrer Realität und zu ihren Gefühlen ein bisschen darzustellen. Das ist aber nur eine Interpretation von mir. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich muss sagen, jetzt bin ich bei 75%. Also ja, ich habe ein bisschen später angefangen, aber dafür werde ich jetzt die ganze Reihe vloggen. Und ich liebe es jetzt total. Also ich bin so in dieser Welt drin. Ich finde auch, dieser Schreibstil ist gar nicht mehr so, wie am Anfang war. Man ist jetzt wirklich so drin in dem Ganzen. Und jetzt liebe ich es einfach. Hier ist mein Kindle. Ich lese das Ganze auf dem Kindle. Ich liebe ihn. Auf jeden Fall gespannt, wie die anderen zwei Bücher dann für mich werden. Und ich werde euch mitnehmen auf dieser Reise. Leute, ich melde mich aus dem Bett, weil ich habe so unfassbar schlecht geschlafen letzte Nacht. Davon abgesehen, dass der hier mich heute einfach zweimal geweckt hat, weil er aufs Klo musste. Und ich verstehe irgendwie nicht mal unbedingt, warum. Ganz normal abends auf dem Klo wie sonst auch immer. Und dann hält der die ganze Nacht durch. Und er hatte auch keinen Durchfall oder so, dass man das erklären könnte. Aber er musste heute um 3 und um kurz nach 4 aufs Klo. Und dann ist mir auch aufgefallen, irgendwie habe ich die ganze Zeit im Schlaf schon das Gefühl, ich verbrenne einfach. Und ich habe einfach geschwitzt wie eine Verrückte, wirklich. Es ist so krank. Ich war komplett nass geschwitzt. Meine Betthälfte war komplett nass geschwitzt. Und da war es dann eigentlich auch schon vorbei. Also irgendwie, als das Schwitzen nachgelassen hat und ich nicht mal das Gefühl hatte, dass ich verbrenne, habe ich mich so eklig gefühlt, dass ich auch nicht mehr schlafen konnte. Heißt, ich habe geduscht und das Bett neu bezogen. Und jetzt geht es mir ein bisschen besser, aber ich bin halt müde. Ich habe ja gestern kurz gezeigt, dass ich gestern Abend noch ein bisschen gelesen habe. Und tatsächlich haben wir dabei die Elfenkrone fertig bekommen. Und Leute, dieses Buch ist so viel besser geworden, als ich am Anfang gedacht habe. Wirklich, ich dachte am Anfang, dass der Schreibstil und so gar nichts für mich ist. Und dass ich dieses Buch leider nicht so fühle. Und habe auch gar nicht den Hype so wirklich verstanden. Aber ich habe immer vorschnell geurteilt, wirklich. Dieses Buch wurde im Laufe der Zeit immer besser. Man hat sich richtig gut reingefühlt. Und jetzt bin ich voll ready, um das alles gerade durchzuziehen und alle drei Teile zu lesen. Ich habe gestern Nacht dann teilweise schon mit dem zweiten Teil angefangen. Da geht es gerade wieder ein bisschen langsamer los. Aber ist ja normal am Anfang von einem Buch. Also man muss ja erstmal wieder reinkommen. Und es ist auch nicht so, als würde nichts passieren. Es passiert eigentlich schon genug, aber halt irgendwie... Man wartet darauf, dass es richtig losgeht. Vlog schon gesagt, kriege ich meine Tage und da rastet meine Haut immer ein bisschen aus. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe gerade kurz eine Uni-Pause gemacht. Ich weiß nicht, das ist dann keine Pause wirklich. Ich habe quasi Uni-Zeug gemacht und konnte deshalb nicht weiterlesen. Jetzt habe ich aber vor, weiterzulesen. Ich bin jetzt bei, gucken wir mal kurz, 24%. Ich muss sagen, es ist gerade alles sehr politisch. Und irgendwie ist so der Romance-Aspekt
so wirklich sehr Nebensache. Und ich hätte gern ein bisschen mehr Romance. Ich hoffe, das kommt noch, weil ich liebe die beiden halt eigentlich und ich sehe die voll zusammen. Aber es ist noch nicht, es ist nicht so da. Es ist noch nicht so da. Hallo Leute, es ist der nächste Tag. Wir sind mittlerweile bei Elfenkönig, dem zweiten Buch in der Trilogie, bei 38%. Aktueller Stand ist, ich bin ein Romance-Girly. Ich liebe Romance, ich lese eigentlich nur Romantasy. Hier, es passiert nicht so viel Romance. Romance ist ein Side-Side-Side-Plot. Es ist sehr viel Politik. Es ist sehr viel so kalter Krieg-Vibes. I don't know how to say it. Auf jeden Fall, die Themen sind relativ serious, okay? Wir haben sehr strong female character und natürlich den unglaublich gut aussehenden Prinzen. Aber irgendwie ist die Romance zwischen den beiden gar nicht so das Main Topic. Aber sie scheint ab und zu so ein bisschen durch. Und das macht's so gut. Es ist super subtil, aber ich liebe es. Das Einzige ist, ich hoffe, sie enden zusammen. Weil sonst weiß ich nicht, wie ich da jemals wieder rauskomme. Ich bin auf jeden Fall sehr intrigued und ich liebe es sehr. By the way, auf die Gefahr hin, dass es niemanden juckt. Ich habe mein Kindle neu gestaltet. Ich habe auf TikTok und so gesehen, dass alle sich so einen Hintergrund ausdrucken, was super smart ist, weil man die Sticker dann mit ein bisschen Tesa da draufkleben kann. Anxiety Girlie, ich benutze keine Sticker. Ich will die für immer wiederverwenden können. Sie werden mit ein bisschen Tesa da draufgeklebt und dann können sie auch nicht so runterrutschen, wenn ich mein Popsocket bewege. Und so sieht es aus. I love it. Wir haben, bis jetzt haben wir Forfing und Aquatile. Ich glaube, es werden immer mehr. Beziehungsweise ich muss dann halt irgendwann austauschen. Aber ich will von den Büchern, die ich liebe, einfach Sticker haben. So kompensiere ich irgendwie die Tatsache, dass ich die Physical Books nicht mehr habe. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, ich habe zu Cruel Prince noch keine Sticker gefunden. Das ist ein bisschen blöd, weil ich glaube, ich brauche welche. Hallo. Ich habe heute sehr messy Haare. Ich habe gestern nicht so viel gebloggt von meinem Lesen. Ich habe aber ein bisschen gelesen. Ich bin jetzt bei, ich glaube, 52%, irgendwie sowas. Wir hatten eine sehr krasse Romance-Szene. Seitdem hängt das aber wieder ein bisschen. Es wird auf jeden Fall gerade sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie das Ganze abläuft. Ich freue mich darauf, weiterzulesen. Ja. Mehr habe ich gerade tatsächlich gar nicht zu sagen. Mal schauen. Ich hoffe, ich komme halt weiter. Die letzten 30% von diesem Buch sind so krass. In diesen letzten 30% passiert so viel in alle Richtungen. Und trotzdem ist man zum Schluss komplett planlos und denkt sich nur so, was war das? Ich habe wirklich alle möglichen Stimmungsschwankungen damit jetzt durchgehabt. Ich habe mich unglaublich gefreut. Ich war richtig emotional. Und jetzt zum Schluss bin ich entrüstet und verwirrt. Ich werde heute Abend dann wahrscheinlich das nächste Buch anfangen. Das ist dann das letzte Buch aus der Trilogie. Und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Hi! Wie vorher gesehen, habe ich gestern dann noch mit dem letzten Teil angefangen, also mit Elfenthron. Ich bin jetzt bei 20% von dem Buch. Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Ich muss sagen, ich warte noch auf den Moment, wo die Story so richtig losgeht, aber ja, es ist halt immer am Anfang von dem Buch. Es tröpfelt immer so ein bisschen daher. Jetzt hat es aber angefangen, wieder spannend zu werden. Und ich habe gar keine Vorstellung davon, wie das Ganze hier enden soll. Ich bin so begeistert. Ich versuche die ganze Zeit, euch nicht zu spoilern. Wir sagen, dieses Buch oder diese ganze Bücherreihe verdient es, gelesen zu werden. Auf jeden Fall.
ist wirklich sehr High Fantasy. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon mal gesagt habe, aber es geht hier jetzt nicht nur um so Vampire und Werwölfe oder Feen. Also es geht schon um Feen, aber die sind deutlich bunter gestaltet, als man es aus anderen Fantasy-Romanen vielleicht kennt. Auf jeden Fall dicke Empfehlung, ist so gut. Wir waren den ganzen Tag unterwegs und ich habe dann noch gelernt. Jetzt bin ich soweit erstmal fertig, also werde ich jetzt ein bisschen lesen. Man muss schon mit dem richtigen Setting lesen, ne? Fly me to the moon and let me paint among the stars. Hallo Leute, ich sehe schon wieder super aus. Ich bin das erste Mal wach geworden heute um 6. Mein Verlobter ist heute dann nach Leipzig gefahren. Das heißt, ich bin heute auf jeden Fall den ganzen Tag allein. Ja, dementsprechend habe ich jetzt die ganze Zeit einfach so Alltagssachen gemacht. Ich habe heute Morgen ein bisschen Uni gemacht, war mit Milo jetzt schon 2-mal Gassi, wieder Uni gemacht. Ich habe geputzt, gewischt, Wäsche gewaschen. Jetzt habe ich hier gerade meinen Biorhythmus-Tee um 15.30 Uhr und liege im Bett. Und ich glaube, jetzt werde ich mal ein bisschen lesen. Ich muss aber sagen, irgendwie geht es mir nicht so gut. Ich habe irgendwie Halsschmerzen, meine Nase ist zu und ich bin mir nicht so sicher, ob ich irgendwie wirklich wieder erkältet bin oder ob ich einfach auch irgendwie so Pollenallergie-mäßig habe. Weil irgendwie an manchen Tagen wache ich nur damit auf und dann geht's langsam wieder. Aber heute zieht sich irgendwie durch den ganzen Tag ein bisschen. Oh mein Gott, Leute, ich habe euch von einer Aktivität, die ich heute gemacht habe, die tatsächlich ein bisschen länger gedauert hat, gar nicht erzählt. Ich habe mein Kindle hier ein bisschen pink gemacht. Ich dachte, für den Frühling wäre es doch jetzt wirklich mal angemessen. Ich bin bei 51%. Ich will einfach alles markieren, was ich sehe. Es ist gerade so gut. Es ist so gut. Ich bin gerade bei 70%. Und Leute, jetzt wird's wild. Ich weiß nicht, wie das enden soll. Ich bin jetzt im Bett. Wir haben es gerade 0:07 Uhr. Kann rein theoretisch so lange lesen, wie ich will. Ich habe mir hier Background Noise angemacht. Ich habe wieder überall Creme, weil, wie gesagt, wegen meinen Tagen habe ich momentan so Hormone Breakouts. Ist ein bisschen nervig, aber es ist menschlich. It's fine. Schauen, ob ich vielleicht noch fertig werde. Oh mein Gott, Leute, ich bin bei 71%. Das Buch sagt, noch 2 Stunden verbleibend. Ich will euch nicht spoilern, deswegen kann ich nicht sagen, was passiert. Aber was passiert ist, ist so heftig. Und dieses Buch schockt mich jedes Mal wieder mit den ganzen Plot-Twists. Das ist halt wirklich, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich check jetzt langsam, was da so abgeht und wie der Vibe so ist und wie der Plot verlaufen wird, passiert wieder was, das ich nicht erwartet habe. Leute, I did it. Ich habe vorgestern Elfenthron beendet und somit die ganze Trilogie. Gleich, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut diese ganze Bücherreihe war. Also jedes Buch davon ist 5 out of 5 stars for me. Das habe ich gerade wirklich sehr komisch gesagt. Sagen wir einfach, es sind 5-Sterne-Bücher. Ohne jetzt großartig zu spoilern, es ist Enemies to Lovers. Wir haben eine sehr starke Protagonistin, die aufgrund von tragischen Ereignissen in ihrer Familie im Feenland gelandet ist, mit ihren Schwestern. Eine davon gehört da ein bisschen mehr hin, weil sie halb frei ist, halb Mensch. Und die beiden menschlichen Zwillinge, also quasi die Protagonistin und ihre Zwillingsschwester, müssen sich etwas mehr durchkämpfen in diesem Feenland. Und die haben beide sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wie sie mit ihrem Leben dort umgehen. Wir verfolgen quasi eher die starke
independent Protagonistin. Wir haben sehr viel Politik. Die Romance ist eher so beiläufig. Komischerweise hat mich das gar nicht so gestört. Also ich bin eigentlich wirklich ein sehr krasser Romance-Liebhaber und mir ist es schon wichtig eigentlich, dass die Romance so im Mittelpunkt steht. Sorry Leute, ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen. Mir ist es schon sehr wichtig, dass die Romance im Mittelpunkt steht. Das war hier gar nicht der Fall, aber ich habe mich trotzdem nicht großartig gelangweilt. Wenn man Fantasy mag und wenn man Romance mag und diesen Enemies to Lovers Trope, dann empfehle ich diese Bücher auf jeden Fall. Tatsächlich sind die nicht spicy. In diesen Büchern ist kein Spice. Ich hoffe, ihr lest sie trotzdem. Ich kenne mittlerweile so viele, die es irgendwie nicht mehr interessiert, wenn ein Buch nicht spicy ist. Also die wollen das Buch dann nicht mehr lesen. Ich bin so, Leute, bitte. Es ist actually good. It is good. It is worth it. Please read it. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr diesen Reading Vlog zu Ende geguckt habt. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Inspo rausgezogen und fangt vielleicht auch damit an. Ich habe jetzt schon mit Caravelle angefangen. Ich muss sagen, es ist jetzt auch schon wieder so magisch, ne? Ich liebe es total. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Gucken. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert mich. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bye, bye.